Ja, hallihallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal Gartenfamilie und viel mehr. Ja, servus und hallo, mir ist mal wieder ein Paket angekommen. Das darf ich heute alleine auspacken, weil Nicole krank und sie hätte sowieso keine Stimme. So, deswegen darf ich heute mal, das hier wegmachen. Und zwar die Getitschele Box auspacken. Und wer das nicht weiß, die Getitschele ist halt eine monatliche Akku-Lootbox für Nerds und allem, ich sag mal, Leute, die am Spiel, Gaming, Gesellschaftsspiele interessiert sind. Und wir bekommen die jetzt schon eine ganze Weile. Die kostet, glaube ich, 35 Euro im Monat. Und das ist dann auch schon der Preis für die Upgrade-Box. Ich glaube, sonst kostet die bloß 30 Euro. Aber so ganz genau wird euch das Nicole natürlich in die Infobox nochmal mit reinschreiben. Und ich werde mir meinen Anschluss wieder abholen, dass ich es nicht mehr wusste. So. Jetzt ist mein Akku gleich alle und den werde ich jetzt noch wechseln. So, neuer Akku, neues Glück. Und wir schauen mal rein. Die ist ganz, 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 ganz prall gefüllt. Das ist auch eine recht große Box diesen Monat. Getitschele hat ja jetzt in letzter Zeit immer noch ein paar Probleme, die Box halt pünktlich auszuliefern, aber das liegt halt auch an den schwierigen Lieferketten. Ne? Deswegen muss man sich da immer etwas gedulden. So, wir haben hier drinnen, nice, das ist einmal eine Marvel-Figur und zwar der Venom und auch recht groß. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ich wüsste gleich auf Anhieb, wer das richtig nice findet, aber der bekommt die Box, glaube ich, noch selber. Ich weiß es gar nicht genau. Lieber Carlo, bekommst du die Box noch? Keine Ahnung. Oh, das sieht aber richtig gut aus. Auch so richtig mit schlechten Zähne und sowas gemacht. Das sieht schon mal richtig gut aus. Ich weiß auch nicht, was jetzt in diesem Monat das Upgrade war. Ich habe keine Ahnung. Aber das könnte natürlich sein, dass diese Marvel-Figuren das hier schon sind. Und die zweite, weil ich habe nämlich noch eine Marvel-Figur. Die kenne ich gar nicht. Das sieht aus wie aus einem Spider-Man-Film, aber dadurch, dass ich die neuen Spider-Man-Filme nicht kenne, ist mir jetzt die Figur halt auch unbekannt. Keine Ahnung. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie dumm ich bin. Keine Ahnung, es steht auch nirgendwo. Wir gucken dann gleich mal ins Heftchen rein. Oha. Oha. Ich sehe schon, hier sind ein paar Sachen für Nicole drin. Ich weiß gar nicht, wo das Heft ist. Ich muss das mal aufholen. Da können wir ja mal. Verzeihung. Da können wir ja mal kurz reingucken, wer das ist und was das Upgrade ist. Okay, Spider-Gwen. Ehrlich, kenne ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich dann aus den neuen Filmen. Wahrscheinlich muss ich mir die dann auch mal antun. Okay. Als nächstes, wir bleiben mal bei den kleinen Figuren, weil hier ist noch eine Figur drin. Die kenne ich aber. Und zwar, das ist der Iron Man. Auch ziemlich geil. Wir haben schon ein paar so eine kleinen, von so einen kleinen Figuren. Die kommen eigentlich richtig gut. Ja, wir haben heute nochmal ein bisschen umgebaut, wo wir die alle so ein bisschen hinstellen können. Ziemlich cool, ja. Nice. Iron Man. Und dann haben wir, was ist denn bitte das? Oha. Oha. Sehr geil. Für die Liebhaber. Für die Liebhaber von Pen and Paper. Ja, wir, also damit ihr es wisst, wir spielen zurzeit auch Pen and Paper. Also Nicole hat sich da ganz viel reingelesen und sowas. Ne? Wir machen gleich gerade eine kleine Kampagne mit meinen großen Kids. Und zwar Dungeons and Dragons. Und
haben dann auch noch vor, später halt mal noch was anderes außer Dungeons and Dragons zu spielen. Und gucken wir mal. Aber hier ist natürlich was Geiles drin, wer halt Pen and Paper kennt und liebt, ne? Also wir sind noch absolute Anfänger, aber schaut mal, das ist eine Garderobe für die Tür. Und was steht da dran? Choose your weapon. Das ist voll gut. Das finde ich voll gut. Voll nice. Get Digital. Das ist wieder die Eigenmarke von oder das Eigenprodukt von Get Digital. Sehr, sehr geil. Das feiere ich ja richtig. Finde ich richtig gut. So. Das T-Shirt machen wir dann zum Schluss. Ne? Ist ja auch noch ein T-Shirt drin. Aber was ist bitte das? Oha, Nicole wird so durchdrehen und sie kann es nicht auspacken. Ich pack's aus. Ich pack's aus. Und zwar ist hier einfach mal ein Puzzle drin. Ein 1000-Teile-Puzzle von Harry Potter und beinhaltet halt die Karte des Rumtreibers. Sehr geil. Ja, wir haben noch so ein bisschen Platz an den Wänden, haben wir noch so an den einen oder anderen Ecken. Ne? Ich habe mich vorhin auch gerade mit Nicole über Puzzeln unterhalten, weil sie wollte hier an der Wand, da haben wir ja dort schon von Lock and Key ein Puzzle und hier hinter mir, da soll eigentlich noch von Vikings ein Puzzle hin. Das haben wir auch schon da, aber da hat sie sich noch nicht zu durchgerungen, das mal zu puzzeln. Ich persönlich bin kein Puzzle-Mensch, nein, da mir fehlt da einfach die Geduld. Oha, das wird sie ja so richtig feiern. Das sieht so gut aus. Voll geil. Voll geil. So, was haben wir denn hier noch? So ein paar kleine. Auch nicht schlecht. Ein Aufkleber. Installing Social Skills. Das könnte so mancher mal gebrauchen, ne? Und dann haben wir noch die kleine Tüte. Und jetzt gucken wir uns mal das T-Shirt an. Das ist auch Pen and Paper. Wie geil ist das denn? Das ist jetzt ein T-Shirt, was ich immer zu dem Pen and Paper anziehen kann. Bitte, wie geil ist das denn? Warte, ich zeig's euch. Ja, könnt ihr es sehen? Guck mal, da sind lauter kleine Würfel. Da sind lauter kleine Würfel. Wie gut ist das denn? Das ist ja richtig nice. 20er, 30er, ne? 10er und 7er. Voll gut. Also die Box ist halt ganz ne? Im Sinne von Pen and Paper und ein bisschen Marvel. Ich gucke gleich nochmal in die Broschüre rein. So, dann haben wir hier immer noch so das kleine Tütchen, wo noch was drin ist. Und zwar ein Lolli, ein Smiley-Lolli. Sehr gut. Und na hier, das ist so ein Button, ne? Ich weiß gar nicht, was es ist. Ein Diamant. Das war's dann auch. Ich schau mal kurz ins Heft rein. Bam, 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 bam. Oha, okay, pass auf. Es hätte geben können. Einer von vier Harry Potter Reisebechern. Die hätten auch richtig geil ausgesehen. Ich zeige es euch mal kurz in die Kamera. Na? Das sind dann hier die verschiedenen Häuser. Oder halt das Puzzle Karte des Rumtreibers. Ich glaube, da haben wir Glück gehabt. Wir haben das Puzzle bekommen. Wir haben echt das Puzzle bekommen. Voll gut. So, dann haben wir als Loot-Shirt Rollenspielwürfel, auch richtig geil. Und die Würfelgarderobe, auch richtig geil. Das ist echt verrückt. Das ist echt gut. Wir sind halt zurzeit gerade so ein bisschen im Pen and Paper. Also gerade machen wir ein bisschen Pause, auch wegen Gesundheit, viel Husten, Schnupfen, Heiserkeit unterwegs. Da setzt man sich ja eh nicht so in der größeren Runde mal an den Tisch. Also eher weniger, um sich gegenseitig voll zu husten. Ne? Aber das ist echt schon gut. So, die Iron Man Figur.
Sehr gut, ja. Ein Geek-Button. Ach, das. Der Button, ich bin auch blöd. Ich dachte, woher kenne ich denn das? Ich spiele doch jetzt gerade immer Sims, ja. Wenn ihr übrigens mal Lust habt, guckt gerne mal bei Twitch vorbei. Ja. Dort aber unter dem Synonym Gaming-Pärchen. Stimmt, das ist ja der Sims-Button, der sich immer so. Blub. So, dann haben wir noch den Nucci. Da gab es auch noch verschiedene. Mit Emotions. So, dann haben wir die zwei Figuren. Ich glaube, die zwei Figuren waren dann das Upgrade. Und ja, die neue Lootbox. Keine feste Laufzeit mehr. Achso, hier, dann stehen noch so ein paar Sachen drin, ne, die vielleicht interessieren können. Ja, das war's. Ich fand's wieder hammergeil und ich feiere gerade, dass das alles so Pen-and-Paper-mäßig ist, gerade diesen Monat. Und das T-Shirt ist super geil, die Garderobe ist super geil. Und über das Puzzle wird sich Nicole so freuen, ja. So, vielleicht machen wir da mal noch einen Short, wie sie das auspackt oder wie sie es sich anschaut, ne? Okay, dann, ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann bleibt doch gerne mit einem Abo hier bei uns auf dem Kanal. Ja, könnt euch noch ganz andere, viele andere Videos angucken, ne? Wir versuchen immer wieder neue Sachen mal auf den Markt zu bringen. Und ja, dann wünsche ich euch noch in diesem Sinne einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und sag ciao, tschüss und bis bald, euer Tino.